Herzlich willkommen zu einer neuen Hundevermittlung, jetzt im Januar, direkt aus dem Tierheim in Hannover. Fangen wir an. Mit der neuen Hundevermittlung. Und wir haben tolle Hunde. Jetzt dachte ich, der Sam kommt gleich ins Bild, mit dem fangen wir nämlich an. Ist aber nicht so. Der Sam ist 2016 geboren, also 7 Jahre alt. Ein, wie ich finde, wirklich sehr hübscher Schäferhund-Mix, der seit November bei uns im Tierheim ist. Silke. Ja, und Sam ist halt wirklich gerade am Anfang sehr unsicher und schüchtern. Deswegen haben wir ihn jetzt auch hier nicht im Bild. Aber ihr seht ihn ja jetzt auf den Bildern, ne, die wir vorher mit ihm gemacht haben. Der ist bei Fremden, wir sind fremd für ihn, unsicher ist er. Aber er bindet sich sehr schnell an seine Bezugsperson. Und ihr seht es ja gerade, Svenja, die Tierpflegerin, die der auch im Januar fliegt hier der Norden. Gleich beim ersten Hund. Ja, und das ist es nämlich. Ne? Also er geht schnell eine Bindung ein und dann auch eine sehr enge Bindung. Und ist dann halt auch wirklich bei Vertrauen ein lustiger und fröhlicher Begleiter. Der braucht auf jeden Fall Menschen, die ihm Sicherheit geben. Das ist ganz wichtig. Dann... Genau diese fehlt ihm halt in Alltagssituationen. Ne? Und deshalb braucht er halt auch wirklich ruhige Menschen, die ihm halt diese Sicherheit bieten. Vermitteln auch, genau. Der ist mit Artgenossen verträglich, der Sam. Ja. Und die Grundkommandos sind vorhanden. Ausbaufähig, aber sie sind vorhanden. Ja. Wir denken auch, ältere Kinder wären in Ordnung, so ab circa 12 Jahren. Nur das Alleinebleiben, das muss er noch üben. Ne? Und Silke hat ja immer irgendwelche Schlusssprüche für Hunde parat. Und den Sam hat sie als einen charmanten Jungen mit wunderschönen großen Ohren bezeichnet. Ja. Genau. Sofern euch die Bilder überzeugt haben von dem Sam, meldet euch bei uns im Tierheim. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, den Sam, den muss man natürlich mehrfach besuchen und kennenlernen, dass er eine Bindung zu einem aufbaut. Aber ich glaube, man kriegt einen ganz, ganz treuen Begleiter, ja, der einen so richtig lieb hat. Ja, das ist echt ein toller Kerl. Absolut. Ja. Den Sam muss man einfach kennenlernen. Sam. Wie immer natürlich auch diesen Monat die Hunde, die aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat ein neues Zuhause gefunden haben. Und da haben wir schlechte Nachrichten. Nicht ein einziger dieser wunderbaren Hunde, die wir euch letzten Monat vorgestellt haben, hat ein neues Zuhause gefunden. Und daher wird Silke die 4 Traumprinzen und Prinzessinnen euch noch mal zeigen mit den passenden Bildern dazu. Genau. Denn es warten noch auf euch der bezaubernde Finn, die aufgeweckte Makita, die stattliche Leila und die selbstbewusste Emma. Also guckt euch unbedingt die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal an. Ja, so, also, das kann ich gar nicht verstehen. War Weihnachten. Jetzt haben wir ihn perfekt drapiert. Den Leo, mit dem geht's. Oh, der ist so gefräßig. Biegelein. Er ist halt ein Biegel, ne? Er ist ein Biegel, genau. Der Leo ist am 24.09.2015 geboren und seit Dezember bei uns im Tierheim. Der ist aus der Ukraine mit seiner Halterin geflüchtet und leider jetzt bei uns im Tierheim gelandet. Der ist ja so ein kleiner Freigeist, ne? Das ist er. Ist er. Das ist er tatsächlich. Also er ist gerne draußen, sehr gefräßig. Ist er. Und ja, und er macht halt auch gerne wirklich so sein Ding, ne? So, ich guck mal hier, ich geh mal da. Freundlich zu Menschen ist er absolut. Deshalb denke ich mal, dass Jugendliche durchaus okay wären. Ja. Er versteht sich mit Artgenossen und er geht auch gerne spazieren. Und da ist er auch wirklich gut leinenführig. Hm? Jetzt. Oh, da gibt es nichts Leckeres zu essen. Dann gehe ich mal wieder weiter gucken. Ja. Grundkommandos sind vorhanden. Ja. Kann man auch ein bisschen dran arbeiten. Ja, aber ableinen, das ist derzeit noch nicht möglich. Er ist halt ein Freigeist, ne? Dann macht er eben auch sein eigenes Ding. Haus- und Hofhund. Ja, genau. Das ist so. Ja.
Das könnten wir uns wirklich am besten für ihn vorstellen. Das wäre genauso sein Leben, was er haben möchte. So ein Haus und Hofhund mit viel Familienanschluss. Auf, ne, dem Lande. Genau. Wäre optimal. Das Grundstück sollte auf jeden Fall eingezäunt sein. Ja, ja. Da sonst um die Häuser zieht, ne? Ja, macht so sein Ding. Ja. Ab und zu wird er sicherlich auch mal eine klare Ansage brauchen. Ja. Ganz klar. Und am liebsten hat er halt seine Nase am Boden, ne? Isst gerne und bellt auch ganz gerne. Ja, ein bisschen ungeduldig ist er, ne? Dann fängt er dann auch an zu bellen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Kommt er denn noch mal? Wollen wir probieren? Na klar, wenn ich... Leo. Komm her. Für ein Leckerli komme ich doch sofort. Da bin ich doch ratzfatz da. Leo Altbiegel, 2015 geboren, wartet auf ein neues Zuhause. Sofern Interesse, setzt euch bitte mit dem Tierheim in Verbindung. Und weiter geht es mit dem Zornröschen. Wir reden ja aber jetzt nur von Röschen. Was sie bei uns nur Röschen oder Rösi heißt. Eine Border Terrier Mixhündin, die im Sommer 2020 geboren ist. Seit Oktober 21 bei uns im Tierheim. Kam über einen anderen Tierschutzverein zu uns. Und wir hatten sie bereits bei Tierheim TV in der Hundevermittlung im Dezember 2021 vorgestellt. Da sieht man jetzt gleich auch noch ein paar Bilder. Und da muss man einfach sagen, es war in den 12,5 Jahren eine der beschissensten Drehs, die wir hatten. Naja, das würde ich nicht so sagen, aber einer der wirklich anstrengendsten, ja, wo wir ganz viel improvisieren mussten. Ganz viel improvisieren mussten. Ja. Und da wurde jetzt in den letzten 12 Monaten sehr intensiv mit ihr gearbeitet, mit dem Röschen. Und daher jetzt eine zweite Chance. Genau. Wir haben nämlich im letzten Jahr eine Menge dazugelernt. Nicht nur das Röschen, sondern auch wir. So dachten wir anfangs, dass sie halt ja schon einen ausgeprägten Jagdinstinkt hat, der halt nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden müsste. Dass sie deswegen auch in jagdliche geführte Hände gehörte. Aber? Inzwischen haben wir ja, wie gesagt, viel mit ihr gearbeitet, auch eine Hundetrainerin mit an Bord geholt, einen neuen Futterplan erstellt, ein Abbruchsignal einkonditioniert, da sich wirklich ihr Verhalten eher als jagdliche Störung entpuppte. Ne? Deshalb auch die ganz klare Aussage. Das Röschen möchte nicht in Jägerhände. Auf keinen Fall. Nein, nein. Denn das, was sie wirklich jetzt braucht, ist Ruhe. Ist Ruhe und eine konsequente Führung, ja, um sie halt auch wirklich runterzufahren. Ne? Weil die ist ja in diesem Jagdmodus wie unter Drogen, kann man so sagen. Ne? Sieht man auch hier, war auch jetzt vorhin beim Drehen von Röschen so, da war ein Vogel, ja, da lief eine. Da ist die so hochgepowert. Mhm. Wir wissen aber, dass sie zu Hause in ihrer Box absolut, da kann sie sich auch gut runterfahren. Ja. Sehr verschmust. Ja. Tierpflege sagt, mit der kannst du stundenlang schmusen. Ja. Wenn nicht in irgendeiner Art und Weise ihr Jagdinstinkt angeregt wird. Genau. Sie ist halt auch sehr gut verträglich mit Artgenossen. Absolut. Mit langen Spaziergängen tut man ihr momentan nichts Gutes, weil die sie zu sehr stressen. Aber ein gut eingezäunter Garten, also da sollte aber der Zaun schon 1,50 hoch sein. Ja. Ja, indem sie halt wirklich unter Aufsicht auch wirklich so Anti-Jagd-Training und Anti-Jagd-Dinge machen kann, das wäre halt jetzt bei ihrem Trainings Stand wirklich von Vorteil. Jugendliche wären auch okay. Ja. Der Menschen gegenüber wirklich toll ist. Ja. Röschen kann stundenweise alleine bleiben und ist stubenrein. Ne? Und wir suchen jetzt wirklich heiter mit Ruhe und Geduld, die das kleine Röschen noch weiter runterfahren. Ne?
Und die natürlich auch wissen, dass da eine ganze Menge Arbeit noch auf sie zukommen wird. Absolut. Ja. Das Arbeit ist ganz wichtig. Ja. Vielleicht auch mit dem Trainer arbeiten. Ja, immer der von vorne. Hilfestellung gibt. Ne? Denn auch jetzt ist ja das Spazierengehen mit ihr schon viel entspannter geworden. An der kurzen Leine läuft die absolut top mit. Ja. Aber sie braucht natürlich regelmäßig ihre Ansagen. Mhm. Aber das lohnt sich auch, in das Röschen zu investieren, viel Zeit zu investieren. Weil sie hat sich schon wirklich toll entwickelt. Ja, und das bei dem ganzen Tierheim-Stress. 15 Hunde in dem Haus. Ja. Und die hat sich schon toll entwickelt. Und wenn man sie kennenlernen möchte, man muss natürlich bei ihr mehrfach kommen. Mhm. Und die Tierpfleger geben natürlich auch ganz, ganz viel Hilfestellung, Tipps, damit es eine tolle Zeit. Aber ich glaube, es lohnt sich in diese Hündin. Ja. Da war es uns ja auch wichtig, dass wir sie jetzt noch mal vorstellen. Ja. Sie ist nicht nur bildhübsch, sie ist eigentlich auch charakterlich ein toller Hund, ja. Wenn sie in die richtigen Bahnen... Genau, aber halt eher runter. Ja, nicht hoch, runter. Runterfahren. Genau. Genau. Das hübsche Röschen wartet bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Liegt mir persönlich auch so ein bisschen am Herzen. Ich finde, das ist so eine bildhübsche Border Terrier Mix Hündin. Das ist schon dein Beuteschema. Die ist wirklich hübsch. Die muss man einfach kennenlernen. Röschen. Natürlich könnt ihr auch diesen Monat hochwertiges Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen, sofern ihr denn am Gewinnspiel teilnehmt. Mhm. Und dann könnt ihr eventuell dank unseres Sponsors Animonda für euren Liebsten oder eure Liebsten Vierbeiner zu Hause Hundefutter gewinnen. Wir haben diesen Monat, lag wohl an Weihnachten, ein bisschen weniger Einsendungen. Ich mache mal den Anfang und den einfach machen. Diesmal Stefanie und Maja, die aus Hüttenrode im Harz zuschauen. Mhm. Und dann geht's weiter mit der Familie Möbius. Und vor allem ihr Hund Crash würde sich sehr über den Gewinn freuen. Und zwar in Heidgraben in Schleswig-Holstein. Und weiter geht's mit Kay. Oder Kai, ich würde sagen Kay, der mit seinem 13-jährigen Hundemädchen Anda aus Meißner kommt. Die verrückten und sehr liebenswerten M-Steffs Uma und Snipe machen in Erzen ausgiebige Spaziergänge, Hundesport und Radtour. So, was habe ich jetzt hier noch? Uschi und Volker kommen mit Fiene aus Engstingen. Wo immer das liegen mag. Das war, ich weiß es. Wo ist es denn? Ja, in der Schwäbischen Alb. Oh, da viele gerade ihre Geburtstagsparty plant, käme der Gewinn von Animonda genau zur rechten Zeit. Ja, und in Krefeld wohnt die kleine verfressene Shih Tzu-Hündin Diva zusammen mit Frauchen Damaris, die sich ebenfalls sehr freuen würden zu gewinnen. So. Silke, mischt ich schnell die Regeln. Ein oder möglichst mehrere Fotos mit ein bisschen Infos zu euch und eurem Hund und die Adresse nicht vergessen, senden an gewinnspiel@tierheim-hannover.de und den Satz vervollständigen, ich gucke Tierheim TV, weil diesen Monat nur 6, du hast gemischt. Naja, ich muss hast die du? Festhalten, ja. Durch den können wir nämlich mal da. Nimm irgendeinen. Den nehmen wir raus. Der haben wir gewonnen hat. Oh, das ist ja ein Riese. Gewonnen hat Uschi und Volker mit Hund Fiene aus Engstingen. In der Schwäbischen Alb ist das übrigens. Und sie schreibt, ich gucke Tierheim TV, weil. Weil wir uns mit allen Fellnasen mitfreuen, die durch eure liebevolle Vermittlung ein neues Zuhause finden. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren, mitmachen. Danke an unseren Sponsor Animonda. Finanzieren nicht wir das Gewinnspiel, sondern natürlich Animonda. Mitmachen und gewinnen. Toi, toi, toi. So, ihr kuschelt noch ein bisschen, Silke. Dann fange ich jetzt an mit dem letzten Hund diesen Monat. Und zwar mit dem Philippe. Der Philippe ist am 1.2.2016 geboren. Ein rauer Dackel-Mix, aber es ist viel rauer Dackel ja. drin. Der ist seit Dezember bei uns im Tierheim, wurde aus gesundheitlichen Gründen des Halters abgegeben.
Und er ist ja grundsätzlich ein freundlicher, kleiner, charakterstarker Herr. Ja, also er liebt seine Menschen wirklich und geht auch meist offen auf Fremde zu. Nur manchmal mag er jemanden nicht. Aber das zeigt er dann auch deutlich. Ist halt charakterstark. Klare Sache. Der ist mit Artgenossen verträglich. Ja, er möchte aber zu Hause schon gerne der Einzelprinz sein. An seiner Erziehung muss noch gearbeitet werden. Denn an der Leine pöbelt er schon den einen oder anderen Artgenossen lautstark an und macht dann auch ein ganz schönes Theater. Ja, also, da läuft. Wir denken, Jugendliche wären okay. Ja, du hast es ja auch schon gesagt, er ist schon so ein charakterstarker kleiner Kerl, der genau weiß, was er will und was eben auch nicht. Das zeigt dann, bringt es dann auch zum Ausdruck, was er nicht will. Genau, tragen lassen zum Beispiel. Finde ich ja ganz furchtbar. Nee, das mag er gar nicht. Zu Hause sollte ebenartig sein, um das auch zu vermeiden, dass man ihn im Alter hochnehmen muss. Genau. Deshalb wäre ein ebenartiges Zuhause auf jeden Fall gut. Genau, auch Treppensteigen bei Dackeln, das kennt man ja, ne? Mit dem langen Rücken, das sollte vermieden werden. Genau. Wir suchen mal konsequente Hundehalter, ja? Die dem, wir nennen ihn mal, du hast ihn so genannt, dem kleinen Prinzen. Ja. Ja, also halt ihm wirklich, damit der kleine Prinz nicht die Führung übernimmt, genau. Sagen wir es mal so. Ja, denn der hat ja so einen charmanten Dackelblick und man ist ja wirklich so geneigt, immer zu sagen, oh. Ist der süß. Was willst du denn? Ja. Außer Leckerlis. Kriegst du noch mal ins Bild, so zum Abschluss? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Philippe! Hey, oh, da bist er. Du ja! Schnell wie der Wind! Das war die Hundevermittlung für diesen Monat. Sofern nichts dabei war. Kann ich mir kaum vorstellen. Die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal anschauen. Ja. Oder vielleicht klappt es ja dann nächsten Monat mit dem passenden Hund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.